Und wenn Herr Scholz mit seinen vielen Widersprüchen vor Gericht gestanden hätte, wäre seine Glaubwürdigkeit nun wirklich erschüttert. Denn es kann nicht sein, dass ich mich zum Beispiel nicht erinnern möchte an verschiedene Termine, wo es um sehr viel Geld für meine Stadt ging. Aber ich kann mich interessanterweise immer daran erinnern, dass ich dort keinen Einfluss genommen habe. Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mit Beat Balzli. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz hat bekanntlich ein Kommunikationsproblem. Darum versucht er sich jetzt immer öfter als Meister der Bilder. Inspiriert von den Instagram-Profis seines grünen Koalitionspartners, inszeniert er sich als Macher und Kümmerer, egal ob geopolitisch belastete Turbinen, norwegische Gasfelder, Wärmepumpen oder das Fußballnationalteam der Frauen. Scholz ist ganz weit vorne mit dabei, so die Botschaft in diesem Sommer. Doch was die Bilder nicht zeigen, ist der hässliche Kaugummi an seinem Schuh, den er einfach nicht los wird. Eine Finanzaffäre mit dem kryptischen Kürzel Cum-Ex verfolgt ihn nun schon seit Jahren und nicht nur ihn. Über die größte Steuerbetrugsaffäre in der deutschen Geschichte stolperten bereits viele Banker. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Kölner Staatsanwälte ermitteln und ein Hamburger Untersuchungsausschuss verlangt Antworten, auch von Scholz. Der Skandal steht stellvertretend für die Anfälligkeit der Republik für Finanzskandale. Skrupellose Renditejäger treffen auf schlecht gemachte Gesetze, lahme Behörden und eine leichtgläubige Öffentlichkeit. Die Politiker wirken meistens überfordert. Nur wenige haben noch den Überblick. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären: Er wächst auf einem Schloss auf, putzt Toiletten im Technoclub, studiert Volkswirtschaft in Südafrika, liebt den Großvater für seinen Partisanenkampf gegen die Faschisten, steht auf klassische Rennräder, hängt sich Papst Franziskus und Mohammed Ali ins Büro, vernachlässigt mitunter seinen Sohn, serviert den besten Espresso und ist überzeugt, dass die Politik zu oft in einer Blase lebt. Fabio De Masi war bis 2021 im Deutschen Bundestag der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke und gehört heute zu den bekanntesten Finanzmafia-Verstehern des Landes. Hallo Herr De Masi, schön, dass Sie heute bei mir sind. Hallo, ich freue mich. Herr De Masi, bevor wir in den Sumpf der Finanzskandale einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich gleich mal was klären. Sind Sie eigentlich noch Parteimitglied? Ich bin noch Parteimitglied. Ich betrachte das alles aber mit einem gewissen Stirnrunzeln aus der Ferne. Das kann ich mir vorstellen. Wie lange gibt es denn diese Partei noch? Ich hoffe, es gibt noch lange eine linke Partei, denn wir sehen ja gerade jetzt in der Gaskrise, dass wir dringend eine Kraft brauchen, die die Sorgen und Nöte der einfachen Leute, der Arbeiter und Angestellten ernst nimmt. Wir haben eskalierende Gaspreise, aber wir haben weder eine Übergewinnsteuer noch einen Gaspreisdeckel für den Grundverbrauch. Und auch der Cum-Ex-Skandal, über den wir ja sicher heute sprechen werden, also Steuerraub mit Aktiendeals, das ist die Kriminalität der Banken, die organisierte Kriminalität der Banken. Und die wäre heute, glaube ich, auch nicht so bekannt, wenn ich zum Beispiel nicht für meine Partei dort Wirbel gemacht hätte. Das Problem ist eben, dass meine Partei, sage ich mal, den Ball ganz häufig auf dem Elfmeter hatte und dann Eigentore geschossen hat. Aber das ist nicht meine Sache, weiter zu bewerten. Ja, das ist richtig zusammengefasst. Man schießt eigentlich fast nur noch daneben. Man hat auch das Gefühl, man zerlegt sich komplett. Sie wollten ja selber für den Parteivorsitz nicht kandidieren, weil Sie offiziell keine Lust auf diese Machtkämpfe hatten. Ich glaube, den Entscheid bereuen Sie nicht, oder? Nein, ich hatte weder offiziell noch inoffiziell Lust. Mir hat meine Arbeit als Parlamentarier großen Spaß gemacht. Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt sehe, wie viele der Skandale, ob das dann Wirecard war oder jetzt Cum-Ex, wieder in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit rücken und ich auch sehe, wie andere Abgeordnete jetzt teilweise den Lautsprecher spielen, die da eher Däumchen gedreht haben, dann juckt mich das natürlich manchmal in den Fingern. Man hat ja auch ein Ego, man hat auch einen Ehrgeiz, aber ich bin wirklich heilfroh über meine Entscheidung. Ich kann jetzt Dinge machen, wie von Südafrika aus arbeiten oder morgens mal eine Runde schwimmen gehen. Ich war wirklich verrückt, politikverrückt als Abgeordneter. Ich kann mich immer noch für das Allgemeinwohl, für mein Land engagieren.
ohne dass ich im Prinzip weiter mir mein Leben durch Ausschusssitzungen, Fraktionssitzungen diktieren lassen muss. Und das ist ein großes Privileg. Es gibt also kein Comeback von Fabio Di Masi. Das können wir hier ausschließen. Also nicht in nächster Zeit, auch nicht, wenn der Bundeskanzler fällt. Ich glaube, das wäre nicht ganz die aktuelle Jobbeschreibung von mir. Aber ich werde natürlich weiter auch in der Öffentlichkeit meinen Senf zu den ganzen Entwicklungen beitragen. Sie haben vorher gesagt, die Linke braucht es, die Partei darf nicht verschwinden. Ich würde dagegen halten, die Linke braucht es doch nicht mehr. Man hat ja nicht das Gefühl, dass das soziale Gewissen in der deutschen Politik unterrepräsentiert ist. Im Gegenteil, oder? Es sind da fast nur noch Umverteiler unterwegs. Ja, die Frage ist, wohin umverteilt wird. Also wir sehen ja jetzt gerade zum Beispiel Übergewinne, die erwirtschaftet werden, die ja nichts mit Innovation zu tun haben, sondern die auf der Ausnutzung von Marktmacht basieren. Früher wussten das Liberale ja noch. Wir haben ja nicht mal mehr wirkliche Liberale in diesem Land. Und eine Partei ist kein Selbstzweck, das ist richtig. Also ich glaube nicht, dass sich die Leute jeden Morgen, wenn sie aufstehen, nach der Linken verzehren oder sehen. Aber sie brauchen eine linke Politik, also eine Politik, die im Interesse der Bevölkerungsmehrheit ist, die sich eben nicht nach Cum-Ex-Bankiers von der Elbchaussee richtet, sondern nach den Leuten, die sich jeden Tag hart anstrengen und auf keinen grünen Zweig kommen. Und die Linke hat zu lange diese Sorgen nicht mehr im Mittelpunkt ihrer Politik gehabt. Und deswegen hat sich die Bevölkerung natürlich auch ein Stück weit von dieser Partei entfremdet. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt dadurch ein besseres Angebot in der Politik haben. Also sehen Sie, es wird jetzt über die Rückkehr zur Schuldenbremse beispielsweise diskutiert in Kriegszeiten. Das wird bedeuten, dass wir in einer Situation, wo wir auch Inflation haben, weil wir zu unzureichende Angebotskapazitäten haben, weil wir zerrüttete Wertschöpfungsketten haben und wo wir eine Profitinflation haben, ausgerechnet in dieser Situation die öffentlichen Investitionen runterzufahren, ist aus meiner Sicht katastrophal. Und wenn wir dann drüber nachdenken, dass wir unseren Katastrophenschutz befähigen müssen, zum Beispiel aufgrund des Klimawandels, der ja schon da ist, dann kann ich nur sagen, gute Nacht, Deutschland, wenn wir mit dem politischen Angebot weitermachen, das wir jetzt auch dieser Tage in der Ampel besichtigen. Mhm. Gut, aber meine, immerhin 10% des Landes zahlen über 50% der Steuereinnahmen. Ein Drittel der Wirtschaftsleistung geht in Soziales. Und wenn man den Schuldenberg noch weiter hochschraubt, sehen wir ja, was passiert jetzt. Die EZB hat ein Jahr gezögert, gegen die Inflation zu kämpfen, weil sie Angst hatte, die Schuldenberge der Südländer werden dann die Länder unter sich begraben. Also so einfach ist es nicht, oder? Naja, das ist jetzt wie Kinderüberraschung. Da sind aus meiner Sicht drei Sachen gleich in einem Satz falsch. Drei? Alles gut. Gleich drei. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Also Kompliment. Weil, ich habe nichts anderes erwartet als Antwort. Naja, wir wollen uns ja auch ein bisschen streiten. Das gehört ja dazu. Das gehört ja zur demokratischen Debatte. Also ich will mal damit anfangen, dass diese Statistiken, wer welche Steuerlast trägt, die vernachlässigen nämlich die Verbrauchsteuern, ja, die Mehrwertsteuern. Die beziehen sich häufig nur auf die Einkommensteuern. Und das ist ein Non-Brainer, dass Menschen, die eben kein besonders hohes Einkommen erzielen, eben auch weniger zur Einkommensteuer beitragen. Ich gehöre selbst auch nach wie vor zu den Spitzenverdienern. Meine durchschnittliche Steuerlast bei der Einkommensteuer, die war als Bundestagsabgeordneter so um die 30%. Also auch wenn ich Spitzensätze bezahlt habe, im Durchschnitt auf das gesamte Einkommen gerechnet, war sie bei 30%, weil man ja zum Beispiel auch den Spitzensteuersatz nicht auf das gesamte Einkommen zahlt, sondern immer nur über dem Euro, der da drüber liegt. Wenn wir aber die Verbrauchsteuern hinzunehmen, die Kassiererin zum Beispiel viel stärker zahlt, dann sieht das Bild schon anders aus. Zweitens will ich auch darauf hinweisen, dass Schulden nicht einfach nur Schulden sind. Also auch private Haushalte zum Beispiel verschulden sich, Unternehmen verschulden sich, wenn sie investieren, sondern dem stehen ja auch Aktiva, also Vermögen entgegen. Und wir haben eben eine große Investitionslücke seit Jahren, also der Kapitalstock des Staates, der wird auf Verschleiß gefahren. Und wir sehen ja das Chaos jetzt zum Beispiel bei der Bahn. Oder wir haben einen Staat besichtigt in der Corona-Krise, der keine nationale Maskenreserve mehr hatte.
Und insofern geht es auch um Investitionen. Und die Schulden, die sind eben immer ins Verhältnis zu setzen zur Wirtschaftskraft. Es ist zum Beispiel möglich, dass ich die Staatsausgaben reduziere, dadurch die Krise vertiefe, die Wirtschaft einbricht und meine Schulden sogar steigen, statt zu sinken. Deswegen kommen wir da meines Erachtens mit schwäbischer Hausfrau und Mickey-Maus-Ökonomie nicht wirklich weiter. Und deswegen denke ich, braucht es gerade jetzt einen Staat, der investiert, zum Beispiel, damit wir uns in der Energieversorgung auch unabhängiger von Russland machen. Wenn wir das nicht machen, dann werden wir natürlich einen sehr hohen, auch ökonomischen Preis zahlen in der Zukunft. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Was mich auch Wunder nehmen würde in Ihrer Biografie, Ihr Papa war Gewerkschafter, Ihre Mama alleinerziehende Mutter, hat Sie großgezogen. Muss man mit so einer Sozialisation automatisch zu den Linken oder ist das ein Klischee? Nein, das ist, glaube ich, ein Klischee. Wissen Sie, Gerhard Schröder zum Beispiel, der kam ja auch aus kleinen Verhältnissen. Und es gibt dann ja Leute, die haben das Bedürfnis, sich von diesen Verhältnissen abzugrenzen. Genauso gibt es auch Millionäre, die sich zum Beispiel für ein gerechteres Steuersystem einsetzen. Das kommt immer drauf an. Aber natürlich ist das eine ganz gute Schule fürs Leben. Sehen Sie, es gab oft den Spruch, gerade von konservativen Politikern im Bundestag, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Wenn ich mir aber zum Beispiel meine Biografie angucke, ich habe, seit ich 17 bin, meinen eigenen Lebensunterhalt verdient und viele verschiedene Jobs gehabt. Und ich glaube, dass ich auch in meiner Bewertung wirtschaftlicher Entwicklung, nehmen Sie den Wirecard-Skandal, wo ich der erste Abgeordnete war, der überhaupt kritische Anfragen gestellt hat, da liege ich oft besser als irgendwelche hochbezahlten Börsenprofis. Also wenn ich da leistungsgerecht bezahlt worden wäre, dann glaube ich, müsste ich mir heute ein paar weniger Sorgen machen als einige dieser Quatschköpfe, die zwar ein dickes Telefonbuch haben. Herr Scheuer zum Beispiel, den hätte ich persönlich nicht mehr zum Kaffeekochen eingestellt. Also insofern glaube ich, gibt es da viele Klischees. Und wenn Sie dann einen Minister wie Herrn Spahn sehen, der seit seinem 22. Lebensjahr im Bundestag sitzt, da muss ich sagen, da habe ich wirklich keinen Respekt vor diesen Sprüchen, sondern für mich hat immer gezählt, was ein Mensch gibt. Ich habe versucht, alles zu geben in meiner Zeit als Abgeordneter. Und ich habe mich nie irgendwie da unters Licht gestellt und ich habe auch immer mit breitem Kreuz meine Überzeugungen vertreten. Das werde ich auch weiter tun. Der Ex-AWD-Chef Carsten Maschmeyer, der hatte eine ähnliche Sozialisation wie Sie und entschied sich dann für eine Karriere als Drückerkolonnenchef. Sie haben es vorher schon ein bisschen angedeutet, wenn Sie leistungsgerecht bezahlt worden wären. Sie wollten eigentlich nie an das große Geld ran, beruflich? Also ich bin leistungsgerecht bezahlt worden, das war ein Spaß. Ich wollte damit sagen, dass ich wahrscheinlich mit meinen Empfehlungen bezüglich der Einschätzung bestimmter Unternehmen, Wirecard, die Adler-Gruppe, einige daran gehindert hätte, so viel Geld zu verbrennen. Aber tatsächlich war ich immer in einer privilegierten Situation als Bundestagsabgeordneter und es ist gut, sich keine finanziellen Sorgen machen zu müssen. Aber wenn jetzt Geld meine Motivation gewesen wäre, dann wäre ich jetzt einfach im Bundestag geblieben und nicht selbstständig geworden und hätte mich irgendwie da auf einem Sitz im Plenarsaal entspannt und vielleicht ein bisschen weniger Gas gegeben als vorher. Aber ich wollte auch immer eine reizvolle Aufgabe haben im Leben. Ich glaube, nicht so schlimmer als Langeweile oder dass man das Gefühl hat, was mache ich hier? Und ich habe das Privileg, aufgrund dieser Arbeit jetzt zum Beispiel ein Buch schreiben zu können, auf viele kluge, spannende Menschen getroffen zu sein. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als Geld alleine. Aber natürlich bin ich froh, dass ich jetzt nicht am Existenzminimum leben muss. Ich weiß aber, was es heißt, auch mit wenig Geld im Leben klarkommen zu müssen. Und das ist sicherlich eine wichtige Erfahrung. Aber Sie wollten mal Banker werden, wenn man Ihren Lebenslauf richtig liest. Und das hat mich dann doch überrascht. Irgendwann zwischen Toilettenputzen im Technoclub und Callcenter-Agent haben Sie ein Vorstellungsgespräch bei der HSH Nordbank abgesagt. Sie haben sich dort also tatsächlich beworben? Naja, ich hatte mich um ein Praktikum beworben, wenn ich das richtig Sie wollten also doch an das große Geld ran. Nein, ich wollte einfach mal, ich finde so einen Einblick in die Bank ist, in der Bank arbeiten jetzt ja auch nicht nur Leute, die alle das große Geld machen, aber ich fand das einfach spannend, weil um unser Geldsystem zu verstehen, ist natürlich das Innenleben einer Bank sehr, sehr wichtig. Das hat mich damals gereizt
Und ich habe mich dann auf ein Praktikum beworben und da wurde mir mitgeteilt, ich sei überqualifiziert für das Praktikum, weil ich eben schon weiter fortgeschritten dann im Studium war. Und dann hatte ich meinen ersten Studienabschnitt bewältigt und dann bot man mir, ich glaube, das war so eine Art Vorstandsassistent damals von Herrn Nonnemacher als volkswirtschaftlicher Analyst, also ein Bewerbungsgespräch an. Ich hatte aber schon ein Stipendium, um nach Südafrika zu gehen. Und war schon in der Zeit von Hamburg nach Berlin gegangen, damals aus privaten Gründen der Liebe wegen, und habe in der Zeit Toiletten geputzt. Und ich habe dann gesagt, es bringt nichts, jetzt bei der Bank vorstellig zu werden und dann in 2 Monaten die Segel zu streichen. Und insofern bin ich dort nie aufgeschlagen. Und wer sich die Entwicklung der HSA Nordbank angesehen hat. Sie hatten einen guten Riecher. Also an mir lag's. Ich hatte einen guten Riecher. Oder naja, gut, ich habe dann Toiletten geputzt in der Zeit, wie gesagt. Das war vielleicht tatsächlich die bessere unternehmerische Entscheidung in dem Moment. Das stimmt. Aber ich kann zumindest heute sagen, an mir lag die weitere Entwicklung der Bank nicht. Sie sind unschuldig und Sie haben vielleicht auch nicht so viel Gel im Haar, wie Herr Nonnemacher das hatte. Das große Geld hat Sie aber trotzdem weiterhin fasziniert, oder? Sie wollten es wenigstens richtig verstehen, oder? Wann ist denn das in Ihnen aufgekommen, dass Sie sagen, ich will das verstehen, dieses Geldsystem, wie das umgeht? Warum Geld? Das ist mir noch nicht so ganz klar. Ich habe mich sehr früh auch als Jugendlicher für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert. Das kann sein, dass ich 1-2 spannende Bücher in der Hand hatte. Und ich habe mich früh natürlich auch politisch engagiert, wollte mich auch aufgrund meiner Herkunft für soziale Gerechtigkeit engagieren. Und es wurde einem oft entgegengehalten, ihr Linken, ihr versteht immer nur was vom Geld verteilen, aber nicht vom Erwirtschaften. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss genau dahin gehen, wo es wehtut und mir die wirtschaftlichen Zusammenhänge erarbeiten. Das hat mich immer gereizt. Und insofern gab es da einfach früh ein Interesse. Ich hatte auch andere Interessen, wie das so ist in dem Alter. Es gab eine Zeit lang, da wollte ich Filmregisseur werden und anderes. Aber ich habe mich dann am Ende so entschieden. Und ich bereue das bis heute nicht, weil ich glaube, es gibt auch in der aktuellen Politik viele Menschen, die hohe Positionen bekleiden, die bis heute unser Geldsystem nicht wirklich verstanden haben. Ja, Filmregisseur wäre nicht schlecht gewesen. Es gibt ja schon x Wirecard-Streifen. Ich weiß nicht, wie oft Sie als Ratgeber dazugezogen wurden. Aber da hätten Sie jetzt Hochkonjunktur in dieser Zeit. Die HSH Nordbank ist ja ein gutes Stichwort. Sie hat ja auch kräftig mitgemacht beim größten Steuerbetrugsskandal in der deutschen Geschichte, ich glaube, man kann es so nennen, bekannt unter dem, wir haben es schon erwähnt, kryptischen Kürzel Cum-Ex. Es entstanden Schaden für den Fiskus von geschätzt, sagt man immer wieder mal, 10 Milliarden Euro oder mehr. Wie würden Sie die Masche einem Laien erklären? Also die einfachste Erklärung, die ich bisher so für mich gefunden habe, ist, man kann es sich so vorstellen, ich gehe in den Supermarkt und gebe eine Flasche Bier ab, kriege einen Pfandbon, kopiere den und schicke meine Freunde an die Supermarktkasse, um mehrfach Pfand zu kassieren, mit dem Unterschied, dass die Supermarktkasse das Finanzamt ist und dass es nicht um Flaschenpfand, sondern um Milliarden geht. Das wäre die einfachste Erklärung. Ich könnte es auch etwas technischer erklären, aber vielleicht ist das erstmal ein guter Anfang. Ja, genau. Also man zahlt einmal Kapitalertragssteuer rund um den Dividendenstichtag und wenn man es alles geschickt macht, kriegt man die 2-mal zurück. Das war, glaube ich, so ungefähr zusammengefasst, was da gemacht wurde. Wann sind Sie eigentlich mit dem Skandal zum ersten Mal in Berührung gekommen? Wann haben Sie zum ersten Mal von dieser, muss man ja schon sagen, ultradreisten Masche gehört? Also ich kann das nicht mehr genau eingrenzen. Ich bin 2014 ins Europäische Parlament eingezogen und war dort schon beschäftigt mit dem Skandal um die Luxemburg-Leaks, wo es um die Unternehmensbesteuerung ging, mit dem Geldwäscheskandal der Panama Papers. Und ich habe dann am Rande auch immer wieder den Cum-Ex-Skandal verfolgt. Aber dass ich mich wirklich eingehender dem gewidmet habe, begann dann mit meiner Zeit im Deutschen Bundestag, weil ich eben auch Abgeordneter für Hamburg war und dann von der Warburg-Affäre Wind bekommen habe,
Aber da lief im Prinzip die politische Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals bereits, weil es gab einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag, also in der Zeit, als ich dem Europäischen Parlament noch angehörte. Und ich habe mich dann einfach in den Warburg-Skandal immer tiefer eingegraben. Ja, bei mir war es schon 2009. Damals habe ich beim Spiegel gearbeitet. Und dann hat plötzlich so ein befreundeter Anwalt hat mir am Telefon mal gesagt, Sie, Herr Balzli, ich bin ja durchaus ein Freund der legalen Steueroptimierung, aber was da in der Branche passiert, das sei schlicht kriminell und die Dimension sei astronomisch. Da hat er mir diese ganze Masche erklärt und da habe ich dann das Bundesfinanzministerium angerufen und die Antwort war dann sehr erstaunlich von denen. Da hieß es, ja, der Betrugsversuch sei eigentlich untauglich, die Finanzämter hätten das im Griff und würden da genau hinsehen. Wir wissen, es war anders. Wie kann so ein Riesenskandal aus Ihrer Sicht überhaupt entstehen? Ja, wir haben natürlich immer wieder eine auch Form der Beschaffungskriminalität natürlich am Finanzmarkt, weil da wird viel Geld bewegt. Und es gibt immer wieder auch sehr schlaue, sehr talentierte Leute, die natürlich ihre Energie jetzt nicht da rein investieren, das Allgemeinwohl zu fördern, sondern die versuchen, ich sag mal, das System auszutricksen. Und im Falle von Cum-Ex muss man sich einfach klar machen, dass es im Prinzip durch das Hin- und Herschieben der Aktien rund um den Dividendenstichtag dem Staat nicht mehr klar ist, wer eigentlich der Eigentümer der Aktie ist. Also man kann sich das so vorstellen wie ein Rasenmäher, den kann ich vielleicht verleihen meinen Nachbarn, aber es kann immer nur einer seinen Rasen damit mähen. Also tatsächlich dann die Kapitalertragssteuer entrichten. Wenn ich aber dieses Aktienkarussell schnell genug drehe, ist das dem Staat eben nicht mehr ersichtlich. Und dann wurden Steuererstattungen beantragt, weil ich unter bestimmten Voraussetzungen eben diese Steuer erstattet bekomme, zum Beispiel um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, wenn sie schon im Ausland besteuert wurde, der Gewinn. Und in einer solchen Situation wird dann versucht, das Karussell so schnell zu drehen, dass ich eben diese mehrfache Erstattung bekomme. Und das ist ja schon vom Grundprinzip eine Form der organisierten Kriminalität. Weil was brauche ich? Ich brauche mehrere Akteure, die sich gezielt verabreden. Und das ist eigentlich bereits verboten am Kapitalmarkt, die also sich gezielt verabreden, um diese Geschäfte auszuführen. Dann muss ich verstehen, dass die einzelnen Schritte dieser Transaktion, dieses Aktienkarussell, im Kern verlustbringend sind. Sie machen daher nur Sinn, wenn am Ende der Profit direkt aus der Staatskasse kommt. Und drittens sagt einem natürlich der gesunde Menschenverstand, dass ich nur die Erstattung von einer Steuer beantragen kann, die ich auch wirklich vorbezahlt habe. Und das hat ja mittlerweile auch der Bundesgerichtshof festgestellt. Damals gab es allerdings eine Menge Leute, wie der begabte frühere Finanzbeamte Hanno Berger, der Cum-Ex-Architekt, der hat auch allerlei Gutachten, private, finanziert in Auftrag gegeben, die im Prinzip die Debatte, die öffentliche und die Finanzverwaltung verwirren sollten und den Eindruck schaffen dass das sollten, irgendwie legal dass das ist, irgendwie oder? Legal sei. Ja. Genau, genau. Und insofern, wo viel Geld verdient wird, gibt es natürlich auch viel kriminelle Energie. Und da tummeln sich natürlich auch manchmal Professoren und Rechtsanwälte, die dann bestellte Gutachten schreiben. Das sind ja nicht alles bessere Menschen, nur weil sie einen Professorentitel haben. Was ich ja an der ganzen Affäre bis heute nicht begreife und mir noch niemand erklärt hat und ich glaube, immer noch eine Recherche wert war, das BMF wusste ja sehr früh alles. Also schon 2002 warnte der Bundesverband der Banken, das BMF, ganz klar. Logischerweise haben die gewarnt, weil die hatten ein bisschen Schiss, genau wegen diesen Gutachten. Hui, hui, hui. Ich glaube, das kann juristisch nicht safe sein. Wir müssen aber das mal beim BMF abchecken. Und erst 2006, 4 Jahre später, wurde die Praxis im Inland verboten. Übers Ausland ging es aber munter weiter, obwohl der SPD-Mann Peer Steinbrück der Finanzminister war. Hessens Finanzminister warnt in einem Brief, das haben wir damals im Spiegel gebracht, Whistleblower von JP Morgan haben Steinbrück das mit einer PowerPoint-Präsentation gezeigt, wie der Betrug läuft, aber es passierte lange nichts. Wie kann das sein? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Also ich sage mal so, ich hätte schon die Erklärung, dass es dort auch, das wissen wir auch heute, auch Maulwürfe gab. Also zum Beispiel gab es ja einen Beamten im Finanzministerium, der dann gleichzeitig auf der Payroll der Industrie stand. Und man hatte auch zu wenig kompetente Leute. Gleichzeitig gab es sicherlich auch bestimmte Interessen, vielleicht Banken zu schonen, dass es eine Art Standortpolitik auch war. Der Nachweis ist natürlich immer sehr schwierig. Wäre ein Riesenkomplott. Es wäre ein Riesenkomplott, weil eigentlich, wenn man hier die Smoking Gun findet, wie es sein kann, dass ein Ministerium jahrelang nichts tut, obwohl sie aus der Industrie, notabene, oder aus der Industrie die Hinweise kriegen, hey, so läuft es, das ist ja schon eigentlich ein starkes Stück. Genau, die Frage ist natürlich immer, wie weit eine solche, ich nenne das jetzt mal Verschwörung, ausgreift. Also es reicht ja schon in einem arbeitsteiligen Ministerium, dass in der zuständigen Abteilung da die falschen Leute sitzen und der Minister kriegt dann irgendetwas vorgetragen, was er selber vielleicht in seinem Geschäft, wo er natürlich viele Themen überblicken muss, gar nicht im Detail durchdringt. Allerdings kann man das vielleicht noch für den Anfang dieser Entwicklung so beschreiben. Später gab es ja dann durchaus, und das sehen wir ja auch im Fall des aktuellen Bundeskanzlers Olaf Scholz, Politiker, die ganz genau wussten, womit sie es dort eben zu tun haben. Und dann stehen eben bestimmte Fragen an. Sehen Sie, zum Beispiel gab es auch Landesbanken in Deutschland, die dann im Zuge der Bankenkrise gerettet wurden, die dann weiter in dieser Zeit, wo sie gerettet wurden, Cum-Ex gemacht haben. Und da war dann immer die Frage, ob man die sich jetzt vorknüpft, die Brüder und Schwestern, und dann die Einnahmen, die man dadurch erzielt, bevor die steuerliche Verjährung eintritt, die werden dann zum Beispiel verteilt nach Petersberger Schlüssel auf die verschiedenen Bundesländer und auch auf den Bund. Aber die Rettung, die wird dann teurer für das jeweilige Bundesland, weil ja auch Geld aus der Bank herausfließt. Und da gibt es, glaube ich, manchmal ja ungünstige Konstellationen, wo dann die Politik bereit war, beide Augen zuzudrücken. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass wir auch früher vielleicht noch die besten und klügsten Leute versucht haben, in die Ministerien zu bekommen. Und mittlerweile gibt es diese Top-Gehälter in der Industrie, dass natürlich viele Leute, die das verstehen, in der Industrie arbeiten und auch der Einfluss der Lobby zu stark geworden ist, so dass die an den Gesetzen bereits mitwirken. Und so war es ja auch hier beim Bankenverband. Es war ja nicht so, dass der Bankenverband in einem Schreiben gewarnt hat und einfach nur gesagt hat, bitte macht da was, sondern sie haben ja gleich einen Gesetzesvorschlag mitgeliefert, einen Formulierungsvorschlag, der im Prinzip dieses von Ihnen erwähnte Schlupfloch über das Ausland im Prinzip erst legalisiert hat. Und insofern muss man sagen, war die Intention des Bankenverbandes natürlich, sich abzusichern vor Rechtsrisiken. Genau, ja. Und dann haben sie auch gleich Einfluss drauf genommen, dass das Geschäft, das Karussell irgendwie weitergetrieben wird. Also das heißt, die Finanzbeamten waren inkompetent irgendwo durch, sagen Sie? Nein, einige von ihnen waren befangen. Und dann fehlt es aber natürlich auch an genug eigenen Leuten, die, sage ich mal, auf Augenhöhe mit der Industrie mitspielen können. Und es ist natürlich so, wenn ich jetzt den Brandstifter quasi zur Feuerwehr mache, dann geht das natürlich nicht gut. Und dann werden die sich natürlich ein Gesetz schreiben, mit dem sie weiter das große Rad drehen können. Das darf mich natürlich in der Politik nicht überraschen. Deswegen wäre es gut, insbesondere auch in der Steuergesetzgebung, mehr Transparenz zu haben. Und häufig sagt man aber, das ist zu kompliziert für die breite Öffentlichkeit. Und wir haben gerade auch mit Antritt von Olaf Scholz damals als Finanzminister ein Gesetz gehabt, was zum Beispiel die Informationsrechte der Bevölkerung gemäß Informationsfreiheitsgesetz bei Cum-Ex-Geschäften erheblich einschränkt. Und da beginnt das Problem, weil das ist immer Partytime für Lobbyisten, wenn sie im Hinterzimmer ihre Gesetze austüfteln können. Absolut. Schäuble, glaube ich, es war erst Schäuble, der dann das Loch definitiv geschlossen hat. Erstaunlich ist ja, und Sie haben es vorher schon erwähnt, dass die Drahtzieher in der Branche, wie der ehemalige Steuerbeamte und Berater Hanno Berger, tatsächlich, ich glaube, sie glaubten selber, es sei irgendwie legal, irgendwie ist es legal, eine Steuerzahlung zweimal als Rückerstattung zu kassieren. Wie haben Sie, ich meine, ich bringe ja das totale Klischee aus Ihrer politischen Warte. Sind alle Banker moralisch verroht oder gibt es noch ein paar ehrliche? Nein, nicht alle Banker sind moralisch verroht. Es gab zum Beispiel einen
Bankier aus Hessen, ich glaube von der früheren Landeszentralbank, der dann später Börsenaufseher war, der sehr frühzeitig, ich glaube bereits in den 90er Jahren, wenn ich mich jetzt nicht täusche, aufs Börsenparkett gegangen ist und den Braten gerochen hat. Und der dort vorgegangen ist und der damals unter einem, ich meine, sozialdemokratischen Wirtschaftsminister in Hessen dann auch versucht hat, Alarm zu schlagen, weil er vorher bei einem FDP-Minister in Ungnade gefallen war. Also ich will das von daher auch ein bisschen den Eindruck korrigieren, dass das jetzt bei aller Härte, die ich auch durchaus gegenüber Herrn Steinbrück oder Herrn Scholz an den Tag gelegt habe, dass das jetzt alles nur Versäumnisse von sozialdemokratischen Finanzministern gewesen wäre. Also wir müssen auch in den Blick nehmen, dass Hanno Berger zum Beispiel ein exzellentes Netzwerk in die FDP gepflegt hat. Ich meine, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Kubicki, war sein Anwalt. Und zwar noch zu einem Zeitpunkt, wo er als Finanzminister der Jamaika-Koalition gehandelt wurde. Wir haben auch einen CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz, der in Aufsichts- und Verwaltungsräten von Banken saß, bei denen auch Cum-Ex betrieben wurde. Und es ist ja die Aufgabe eines Aufsichtsrats, auch rechtswidrige Aktivitäten zu unterbinden, und zwar im Sinne der Bank, im Sinne des Unternehmens. Also da gibt es einige Cum-Ex-Connections in der Politik. Von bestimmten Parteispenden will ich erst gar nicht reden. Deswegen glaube ich, ist es zu einfach zu sagen, das betrifft nur eine bestimmte politische Familie. Es ist so, dass jetzt auch viele schreien natürlich und Herrn Scholz in den Blick nehmen, die sonst bei diesem Thema eher Däumchen gedreht haben. Das muss man auch sagen. Ist natürlich eine Steilvorlage, eine politische Steilvorlage für den politischen Gegner. Absolut. Und ist auch richtig, sagen auch mit Härte ranzugehen. Das ist so, das ist das politische Geschäft, das muss auch sein. Ich will nur damit sagen, es ist eben so, dass es hier nicht nur Teufelchen und Engelchen gibt, sondern man kann wirklich einmal quer durch die Fraktionsreihen blicken auf einer bestimmten Seite des Hauses. Da gibt es viele Leute, die da ihre Finger im Spiel hatten. Deswegen will ich einfach nur den Eindruck korrigieren, es würde jetzt hier nur zum Beispiel Per Steinbrück oder so betreffen, das waren schon mehr. Und tatsächlich, nicht alle Banker waren moralisch verrot. Bei der HSH Nordbank hat sich sogar ein Börsenhändler aktiv geweigert. Der wurde dann auch versetzt, weil er diese Geschäfte nicht betreiben wollte. Bei der Privatbank MM Warburg, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, da hat sich offensichtlich niemand geweigert, das ist im großen Stil betrieben. Ausgerechnet die Privatbankiers könnten ja jetzt Scholz gefährlich werden. Im Untersuchungsausschuss des Hamburger Bürgerschafts geht es ja um die wundersame Verjährung einer Steuerschuld, Frühstücken mit dem Geldadel und die Rolle des Bundeskanzlers. Was ist Ihre Überzeugung? Hat sich Scholz die Hände richtig schmutzig gemacht und massiv Einfluss genommen? Also ich bin der festen Überzeugung, dass es politische Einflussnahme gab auf das Steuerverfahren, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens glaube ich nicht, dass eine einzelne Finanzbeamtin sich über Wochen und Monate auch dem politischen Druck einer Staatsanwaltschaft und später auch der Weisung damals eines Finanzministeriums widersetzt und zum Nachteil ihrer eigenen Stadt große Summen, also 2016 47 Millionen, 2017 43 Millionen Euro, auf eigene Faust in die Verjährung laufen lässt. Weil gerade diese Finanzbeamtin bis zu einem bestimmten Zeitpunkt das Geld reinholen wollte, zurückfordern wollte. Sie soll sogar dem Bankier Olearius ausgerichtet haben: Ich kann jetzt nichts mehr für dich tun. Ich werde dieses Geld einfordern. Sie hat ein 28-seitiges Gutachten damals geschrieben, das begründet hat, warum sie diese Cum-Ex-Tatbeute zurückfordern muss, weil es gab auch erste Beurteilungen des Finanzgerichts Hessen. Und die haben im Kern gesagt, die Bank muss nachweisen, dass sie Kapitalertragssteuer entrichtet hat. Und die Bank steht quasi vor einer Art Beweislastumkehr, wenn sie von uns diese Steuer erstattet haben will. Und mit diesen Beurteilungen im Rücken hat die Finanzbeamtin gesagt, wir wollen das Geld einziehen. Die Wirtschaftsprüfer des Finanzamtes, die die Bank geprüft haben, die keine renitenten Finanzbeamten waren, sondern über Jahre dort einen ganz unaufgeregten Job gemacht haben, die auch die Bank gut kannten, die auch eine gewachsene Beziehung mit der Bank hatten. Die haben ganz klar gesagt, das sind kriminelle Geschäfte, das müssen wir reinholen.
Und dann hat sich ja Olearus an die Politik gewendet. Er hat sich an zunächst Johannes Kahrs und Alfons Pawelczyk, zwei SPD-Urgesteine aus Hamburg, gewendet. Und die sollten dann den Kontakt zu Herrn Scholz herstellen. Und da stellt sich ja schon die erste Frage, warum musste zum Beispiel Herr Kahrs laut dem Tagebuch von Herrn Olearus, was später im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmt wurde, bei Scholz zunächst vorsprechen, bevor überhaupt man über dieses Anliegen dann von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat mit Olearus, weil man dort offenbar Dinge zu besprechen hatte, die man nicht vor Olearus diskutieren wollte. Ich bin mir sicher, der Kanzler hat Einfluss genommen, aber er wollte das auch nicht allzu sehr vor Herrn Olearus offenbaren, weil er sich natürlich dann einfach auch in den strafrechtlichen Bereich bewegt hätte. Er wollte ihm aber sicherlich signalisieren, ich kümmere mich um deine Angelegenheit. Und so hat das auch Herr Olearus verstanden und beschrieben in seinem Tagebuch. Er beschreibt immer wieder, dass Herr Scholz ihm den Eindruck vermittelt, er brauche sich keine Sorgen machen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass Herr Scholz nach diesem ersten Treffen, das noch im Beisein eines Wirtschaftsreferenten stattgefunden hat, zwei weitere Treffen hatte, ohne Zeugen. Und Herr Scholz hat selber gesagt, am 4. März 2020 im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, er wisse gar nicht, wie man auf die Idee gekommen sein kann, dass Cum-Ex jemals legal gewesen wäre. Er hat auch gesagt, völlig egal, wie viel Gutachten dort Professoren und Rechtsanwälte geschrieben hätten, er verstehe nicht, es sei doch vollkommen offensichtlich gewesen, dass Cum-Ex kriminell war. Wenn das so war, warum hat er dann einen Beschuldigten in diesem Verfahren dreimal getroffen, zweimal ohne Zeugen und hat Herrn Olearus nicht genau das gesagt? Cum-Ex ist kriminell, ich kann hier nichts für Sie tun. Sie müssen das sozusagen mit dem Finanzamt klären. Und wenn es dann wirklich später wirtschaftliche Probleme für die Bank gegeben hätte, ja, dann hätte man natürlich wie jedes Finanzamt darüber sprechen können, ob man die Steuerschuld streckt oder ob man die Bank stützen muss, weil sie systemrelevant ist. Aber man kann nicht eine Steuerschuld wegverhandeln. Ich kann ja auch nicht zur Sparkasse gehen, die überfallen und dann kommt die Polizei und nimmt mich fest und sagt, Herr De Masi, geben Sie das Geld wieder her. Und dann sage ich, nein, das kann ich nicht, sonst gehe ich pleite. Also das geht nicht in einem Rechtsstaat. Und Herr Scholz hatte nicht nur diese vielen eklatanten Erinnerungslücken und Widersprüche, die sich immer nur präzise auf alle Kontakte zu Warburg und Cum-Ex bezogen haben, während er ganz genau wusste, wann er mit Herrn Olearus meinetwegen in der Elbphilharmonie saß oder ihm auf dem Fischmarkt begegnet ist. Eine strategische Demenz nennt man das. Eine strategische Demenz, genau. Und er hat sich nicht nur in Widersprüche verwickelt, dass er dann einmal sich erinnert hat und dann hat er sich später angeblich wieder nicht erinnert. Es gibt nicht nur die Löschungen. Ein einmaliger Vorgang, dass jetzt das Postfach eines mittlerweile Bundeskanzlers, das Postfach damals aus der Senatskanzlei, von einem Polizisten durchsucht wurde und man auf Löschungsvorgänge und Ähnliches gestoßen ist. All diese Dinge, die verdichten sich natürlich einfach zu einer sehr klaren Indizienlage. Und das ist mein letzter Punkt in diesem Zusammenhang, gibt es ein Detail, was in der Öffentlichkeit noch gar nicht so wahrgenommen wurde. Es war damals so, dass Herr Scholz bei den Treffen, ich glaube dann bei dem zweiten Treffen, ein Schreiben von Herrn Olearus entgegengenommen hat, was ersichtlich bereits im Finanzamt vorlag. Also ein Schreiben der Warburg Bank, wo geschildert wurde, warum sie dieses Geld jetzt nicht zurückzahlen möchte. Und dieses Schreiben, das las Herr Scholz. Dann rief er aktiv Herrn Olearus an, zwei Wochen später, das wissen wir aus den Tagebüchern. Und forderte ihn auf, kommentarlos, also ohne schriftliche Spuren, dieses Schreiben an den damaligen Finanzsenator und mittlerweile ersten Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, Peter Tschentscher, weiterzuleiten. Und Peter Tschentscher leitete das dann mit Anmerkungen und erbat Informationen zum Sachstand in die Finanzverwaltung weiter, wo es ja bereits vorlag. Und dann gab es ein Treffen in der Finanzbehörde, das ist das Hamburger Finanzministerium. Da wurde die zuständige Beamtin, die ja vorher die Tatbeute noch einziehen wollte, einbestellt. Und wenige Tage später kippte die Entscheidung und sie machte eine 180-Grad-Wende. Also schlug alles in den Wind, die Rechtsprechung des Finanzgerichts Hessens und argumentierte komplett gegensätzlich. Sie nannte doch das den teuflischen Plan, oder nicht?
Sie nannte das später, das wissen wir, den teuflischen Plan. Und ihre Betriebsprüfer, die liefen Sturm gegen diese Entscheidung. Ich glaube, eine Betriebsprüferin oder ein Betriebsprüfer hat sogar später frustriert die Sachen gepackt und ist quasi in die innere Kündigung gegangen, weil die gesagt haben, mit unserem Verständnis von Steuerrecht und auch unserer Verpflichtung als Beamten ist das nicht mehr vereinbar. Und das Interessante ist, dass Herr Scholz gegenüber dem Enthüllungsjournalisten Oliver Schröm, in dessen Buch Die Cum-Ex-Files auf Seite 317, ich kenne die Textstelle, gesagt hat, dass er ja selber dieses Schreiben nicht in die Finanzverwaltung gegeben hätte, weil man das als eine politische Einflussnahme hätte interpretieren können. Also ist doch Herr Scholz selber der Kronzeuge dafür, dass diese Einflussnahme stattgefunden hat. Und dann muss man ihn ja einfach fragen, Herr Scholz, warum haben Sie denn Herrn Olearus aufgefordert, dieses Schreiben an den Finanzsenator zu geben? Was sollte denn der damit, wenn es längst im Finanzamt vorliegt? Und diese Frage hat Herr Scholz bis heute nicht beantwortet. Das sollte eine gewisse Wirkung erzeugen, nehmen wir mal an. Sie haben ja gerade das schön zusammengefasst, aber Sie haben ja gesagt, es sind einfach erdrückende Indizien. Die Smoking Gun, glauben Sie an die noch oder ist bereits alles gelöscht? Ich meine, es kommt ja jetzt immer mehr zutage, Kalendereinträge sind weg, hier ist was weg, da ist was gelöscht. Glauben Sie, man findet die Smoking Gun noch? Also natürlich ist es so, Herr Scholz ist Jurist und er hat ja peinlichst darauf geachtet, dass es keine schriftlichen Spuren gibt in dem Telefonat mit Herrn Olearus, wo er sagt, bitte ohne Kommentare. Ich habe ja auch beschrieben, er hat sich häufig in den Treffen selber nicht so viel anmerken lassen, auch bewusst, weil er wollte, glaube ich, Herrn Olearus helfen, aber er wollte sich auch nicht von ihm ein Leben lang erpressbar machen. Deswegen wird es natürlich schwierig, aber wir sehen, und das ist, glaube ich, die positive Nachricht, wir haben auch unerschrockene Polizisten und eine hervorragende Staatsanwältin, die nicht zurückweicht. Und die auch sagt, wir durchsuchen auch notfalls das Postfach eines Bundeskanzlers. Und offenbar waren die nicht so clever darin, also die Löschung, die beabsichtigt haben, hat auch nicht überall so stattgefunden, wie gewünscht. Das heißt, sie sind auf Spuren gestoßen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, steht jetzt ein Gerichtsprozess an, auch gegen Herrn Olearus. Und da drohen ihm bis zu 10 Jahre Haft. Und da wird er sich natürlich überlegen, wenn er noch weitere Kenntnisse hat, wen er da mit ob er sich jetzt opfert. Ja, genau. Genau, also ob er jetzt in den Bau wandert oder ob er eben auch versucht, vielleicht auch gegen das Angebot von Strafnachlass, das ist natürlich Sache der Gerichte, dort eben sich zu erleichtern und seine Kenntnisse mitzuteilen. Oder die Finanzbeamtin, gegen die wird ja auch ermittelt. Ich weiß nicht, ob die so glücklich darüber ist, dass sie erst die Entlastungszeugin für Olaf Scholz war. Also wenn man sagen so Äußerungen von SPD-Abgeordneten wie Milan Pein aus dem Untersuchungsausschuss folgt oder dem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, die haben sich immer auf diese Beamtin berufen, die jetzt von dem teuflischen Plan gesprochen hat, hat gesagt, die hat ja Herrn Scholz entlastet im Ausschuss. Jetzt stempelt die SPD sie zur Einzeltäterin. Ich weiß nicht, ob die Beamtin das so akzeptieren wird. Und deswegen drohen jetzt natürlich harte Zeiten für Herrn Scholz. Und hinzu kommt, dass jetzt wohl die Journalisten Oliver Schröm und Oliver Hollenstein auch Zugang erhalten haben zu dem als geheim eingestuften Protokoll der Finanzausschusssitzung, an der auch ich teilgenommen habe. Ich darf über die öffentlich nicht reden. Aber man kann das ja nachlesen, dass es dort Widersprüche gab, die wir ja auch immer angedeutet oder benannt haben in der Öffentlichkeit. Ich habe ja früh gesagt, das ist ein Pinocchio-Kanzler. Und eine solche Bewertung mache ich ja nicht ohne Grund. Wenn ich jemand der Lüge bezichtige, ist das ja auch strafbewehrt unter Umständen. Also Herr Scholz hätte ja auch die Gelegenheit gehabt, sich dagegen zu wehren. Das hat er nicht gemacht. Nicht getan. Okay. Das hat er nicht gemacht. Und er hätte auch schlechte Karten, weil ich will das ganz deutlich sagen, selbst wenn es nicht die Smoking Gun, die schriftliche Spur gäbe, ich glaube übrigens, dass es noch mehr gibt, das hat auch der Enthüllungsjournalist Oliver Schröm angekündigt, dass da weitere Dinge kommen werden im Oktober, aber selbst wenn es die nicht gäbe, auch vor Gericht spielt eine ganz zentrale Rolle, ob ein Beschuldigter oder ein Zeuge glaubwürdig ist und erscheint. Und wenn Herr Scholz mit seinen vielen Widersprüchen vor Gericht gestanden hätte, wäre seine Glaubwürdigkeit nun wirklich erschüttert. Denn es kann nicht sein, dass ich mich zum Beispiel nicht erinnern möchte an verschiedene Termine, wo es um sehr viel Geld für meine Stadt ging. Aber ich kann mich interessanterweise immer daran erinnern, dass ich dort keinen Einfluss genommen habe. Oder ich kann mich an alle nichtigen Begebenheiten erinnern, aber ausgerechnet alle Termine,
zu Cum-Ex und Warburg, alle Kontakte, an die kann ich mich präzise nicht erinnern. Das kauft ihm keiner ab und das würde auch vor Gericht so nicht durchgehen. Das ist tatsächlich, glaube ich, so. Sie haben vorher die Kölner Staatsanwaltschaft angesprochen, die nicht locker lässt. Aber die Hamburger Staatsanwälte, die sind ja jetzt nicht so erpicht darauf, hier richtig vorzugehen. Es gab ja eine Strafanzeige gegen Herrn Scholz wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und die wurde ja sowohl von der Staatsanwaltschaft wie auch von der Generalstaatsanwaltschaft abgewiesen. Also es gibt keine Ermittlung gegen den Bundeskanzler. War das überraschend? Naja, im Falle der Hamburger Staatsanwaltschaft glaube ich nicht so, weil man muss ja sagen, die Kölner Staatsanwaltschaft ist jetzt auch durch die Nähe zum Bundeszentralamt für Steuern in Bonn die Schwerpunktstaatsanwaltschaft mit viel Expertise zu Cum-Ex. Und die haben häufig auch den Hamburgern im Prinzip dort verschiedene Cum-Ex-Fälle in Hamburg vor die Nase gehalten. Und die Hamburger haben nicht viel gemacht. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, dass sie einen der Enthüllungsjournalisten, Oliver Schröm, lange Zeit belangt haben. Und das zeigt ja, dass offenbar das politische Interesse in Hamburg, die Generalstaatsanwaltschaft untersteht ja auch zum Beispiel der grünen Justizsenatorin Galina, die selber durch auch Skandale ihres Lebensgefährten sehr umstritten war in der Hamburger Öffentlichkeit, die geschwächt ist. Und insofern ist mein Eindruck, dass man da aus Hamburg nicht zu viel zu erwarten hat. Aber die Kölner Staatsanwaltschaft, die ist offenbar dort doch mit großem Elan dran. Ich kann natürlich verstehen, das will ich dazu sagen, dass man nicht leichtfertig gegen jemanden, jetzt unabhängig von Amt und Würden, aber dass man nicht leichtfertig ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Das wäre ja tatsächlich auch, hat zu Recht auch eine hohe Schwelle, wäre auch ein sehr ernsthafter Vorgang für einen amtierenden Bundeskanzler. Und das kann ich schon verstehen. Zum Beispiel hat die Kölner Staatsanwaltschaft auch ihre Razzia, die sie durchgeführt hat, zum Beispiel beim früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs, bewusst nach dem Wahltermin durchgeführt. Ich glaube, 2 Tage nach der letzten Bundestagswahl, damit ihr nicht vorgeworfen werden kann, dass sie damit zum Beispiel die Wahlen beeinflusst. Und dass man da als Staatsanwaltschaft sagt, wir müssen da sehr gewissenhaft vorgehen, das ist schon richtig. Aber die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft, die hat sich zum Beispiel hingestellt und allen Ernstes argumentiert, 2016, also wo es um diese Verjährung, die steuerliche Verjährung ging, die Tatbeute ist ja dann später noch im Strafprozess abgeschöpft worden, das war aber damals noch nicht absehbar, dass diese Rechtslage zu Cum-Ex 2016 umstritten gewesen wäre. Und damit widerspricht sie der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der gesagt hat, Cum-Ex war und ist immer kriminell gewesen. Sie widerspricht übrigens auch Olaf Scholz, der genau das auch geäußert hat im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Und sie bezieht sich damit mittelbar auf gekaufte Gutachten, die Hanno Berger in Auftrag gegeben hat, der jetzt von der Schweiz ausgeliefert wurde und der eben auch wegen Milliardenbetrugs angeklagt ist. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr fragwürdiger Vorgang für eine Generalstaatsanwaltschaft. Die scheint da rechtlich nicht auf der Höhe der Zeit zu sein. Oder es riecht ein bisschen nach Filz, wer weiß. Sie haben es schon erwähnt, ich finde ja, das gibt dem Ganzen noch so einen Netflix-Groove, diesem Cum-Ex-Skandal, wenn man sich die Razzia von bei Johannes Kahrs anschaut. Am Ende hat man noch im Schließfach 200.000 Euro im Bar gefunden. Es ist fast ein billiger Roman irgendwie. Man glaubt es gar nicht. Er schweigt dazu, zu diesem Geld. Glauben Sie, es hat damit zu tun oder ist es ein zufälliger Fund? Man hat noch keine Ahnung, oder? Wissen Sie, ich will darüber nicht spekulieren. Also wer Herrn Kahrs kennt, der weiß, dass es viele mögliche Quellen für 200.000 Euro im Schließfach geben kann. Erzählen Sie mal. Man hört ja die schlimmsten Geschichten über Herrn Kahrs. Herr Kahrs, ich glaube, das ist wichtig, dass es da nicht nur um persönliche Bereicherung ging, sondern er hat wirklich systematisch sein politisches Netzwerk in Hamburg gepflegt. Da gibt es alle möglichen Berichte, wie er Wahlen, zum Beispiel Aufstellungsversammlungen in seinem eigenen Landesverband gekippt hat, weil dann bestimmte Parteimitglieder immer kurzfristig umgezogen sind und man Zugriff auf bestimmte Wohnungsbestände hatte. Also das sind alles nicht Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern die sind sozusagen bekannt. Er ist frühzeitig in eine Fangschaltung gelaufen. Er hat sich dem Regime in Aserbaidschan angedient. Er hat enge Beziehungen zur Rüstungsindustrie gepflegt. Und diesen Spitznamen House of Cards, frei nach der Netflix-Serie House of Cards, um einen
zwielichtigen US-Präsidenten, das war ja schon sehr lange ein geflügeltes Wort. Also ich habe mal Johannes Gas als Kiez-Mafioso bezeichnet, 2017 im Bundestagswahlkampf. Und er ist dann auf mich gestoßen, ist mir begegnet und hat gegrinst wie ein Honigkuchenpferd. Der fand das gut, der hat damit kokettiert. Und es war auch bekannt in Berlin, dass also Abgeordnete der Koalition, die zum Beispiel Geld haben wollten für den Wahlkreis, für Wirtschaftsförderung oder andere Dinge, die mussten sich gutstellen mit ihm. Und er hat wirklich mit dieser mafiösen Art von Politik kokettiert. Insofern gibt es viele mögliche Quellen dieses Geldes. Klar ist, er muss es jetzt in der nächsten Steuererklärung deklarieren. Aber hätte er das Geld auf ein Konto eingezahlt, hätte er es ab 10.000 Euro deklarieren müssen. Es gab dann so ein bisschen noch die Begründung, ja, vielleicht wollte er die Strafzinsen entgehen. Ich bin selber Kunde bei der Hamburger Sparkasse, also derselben Bank, wo Kaas das Geld deklariert hat. Und ich weiß, dass man zum Beispiel diese sogenannten Verwahrentgelte durch die Öffnung eines Sparkontos umgehen konnte, dass man als Bestandskunde überhaupt erstmal zustimmen musste. Also auch diese Begründung trägt nicht. Er wollte offenbar keine elektronischen Datenspuren. Deswegen vermute ich, dass dieses Geld doch eher dubiosen Ursprungs ist. Ich will aber sagen, es ist gar nicht relevant so sehr für den Cum-Ex-Fall, denn wir können uns an das halten, was wir wissen. Wir wissen, dass laut Tagebüchern von Herrn Olearus Herr Kaas sich kümmern wollte und Herrn Scholz auf das Treffen mit dem Cum-Ex-Bankier vorbereiten wollte. Wir wissen, dass sich Herr Kaas an verschiedenen Stellen eingesetzt hat, auch versucht hat bei der BaFin, bei der Finanzaufsicht, dass es ein Frühstück gab mit Herrn Cookies, dem ehemaligen Staatssekretär damals im Finanzministerium von Herrn Scholz, in der Parlamentarischen Gesellschaft. Das ist auch durch eine Anfrage von mir rausgekommen. Also wir wissen all diese Dinge. Und Herr Kaas hat Parteispenden von der Warburg Bank gestückelt über verschiedene Fonds eingesammelt zugunsten seines Bezirksverbands und auch der SPD Hamburg, die bis heute nicht zurückgezahlt wurden. Und das sind für mich eindeutig Cum-Ex-Spenden. Ich will das hier nochmal sagen, das ist nicht nur meine Auffassung. Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses der Hamburger Bürgerschaft, der selber von der SPD ist, Matthias Petersen, hat gesagt, das war vermutlich eine Gegenleistung für das Engagement von Kaas. Und worin bestand dieses Engagement? Es bestand darin, den heutigen Bundeskanzler unter anderem Herrn Olearus zuzuführen und inhaltlich vorzubereiten. Und ich denke, auch die Warburg Bank, auch Herr Olearus hat ja offenbar kein Geld zu verschenken. Er war ja sehr erpicht drauf, kein Geld zurückzuzahlen. Insofern wird es ja auch irgendeine Form der Gegenleistung gegeben haben. Und deswegen reicht es mir eigentlich, mich an das zu halten, was ich weiß. Interessanterweise war dieses Bargeld nun der Auslöser dafür, dass überhaupt wieder ein öffentliches Interesse an diesem Fall gab. Dabei sind die anderen Dinge, die wir wissen über diesen Skandal, meines Erachtens viel besser belegt im Zusammenhang zu Cum-Ex und Warburg als dieses Bargeld. Aber so ist das eben manchmal mit der Medienöffentlichkeit. Es ist unfassbar, das kann sich jeder vorstellen und denkt sich gleich, genau, das genau. Ist wie im Film. Ich will nur damit sagen, Ich verstehe das. Ich kenne mich ja auch mit True Crimes ganz gut aus. Ich war ja auch eng am Wirecard-Fall dran und habe da einiges erlebt. Ich verstehe das auch, wie die Medienöffentlichkeit funktioniert. Ich will dazu nur sagen, als ich immer wieder die Vorhaltung gemacht habe gegenüber Herrn Scholz, ich habe ja auch diese Bundestagsbefragung damals beantragt, ich habe ihn bereits am 4. März 2020 damals gefragt im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags. Herr Scholz, gab es weitere Treffen mit Herrn Olearus? Damals war gerade erst eins. Er hat sie belogen, glaube ich, oder? Er hat gesagt, es gibt da nichts außer das, was bereits in der Presse steht. Und da stand ja nur ein Treffen. Und er hatte zuvor, im Übrigen hatte der Hamburger Senat sogar jegliche Treffen abgestritten auf eine Anfrage der Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft hin. Es gab eine Riesenwelle im Bürgerschaftswahlkampf in Hamburg. Ich habe eine Demonstration organisiert vor der Finanzbehörde, also dem Hamburger Finanzministerium. Es war auf allen Titelseiten. Also Herr Scholz wusste, es wird ein großes Thema. Und dann gab es noch mal eine geheim eingestufte Sitzung, über die ich nicht sprechen darf. Aber so viel ist ja bekannt. Er hat auch dort nicht die weiteren Treffen eingeräumt. Und dann gab es die Veröffentlichung über zwei weitere Treffen. Und dann hat er auf einmal gesagt, ja, jetzt habe ich angefangen, meinen Kalender zu prüfen und kann die Treffen bestätigen. Interessanterweise war aber ein Treffen schon aus dem Kalender gelöscht. Also er kann sie jetzt auf Grundlage des Kalenders bestätigen, wo aber eines dieser Treffen gar nicht drinsteht. Er kann sich zwischenzeitlich, das durfte ich so bisher nicht berichten, weil es aus der geheimen Sitzung stammt, aber es gibt ein Nachrichtenmagazin, was berichtet,
dass er dann in der geheimen Sitzung konkrete Erinnerungen an dieses bereits bekannte Treffen hatte, in der dritten Sitzung dann aber auf einmal wieder meinte, er habe keine aktive Erinnerung an diese Treffen. Also seine Version, da war er nicht mehr ganz konsistent, da hat er den Überblick scheinbar verloren. Und ich kann das jetzt nicht, darf das jetzt nicht aktiv bestätigen, dass das so war in dieser geheimen Sitzung, weil ich darf ja nicht drüber sprechen. Ich kann aber sagen, dass ich derzeit keinen Anlass sehe, dieser Medienberichterstattung nicht zu widersprechen. Und all das sind eben Dinge, wo eben klar wird, dass Herr Scholz sich da selber ausgetribbelt hat. Und das Bargeld war jetzt dann schließlich der Auslöser. Und als ich diese Dinge dann auch immer wieder versucht habe zu thematisieren. Ich war dann auch bei Markus Lanz. Ich habe eine Plenardebatte eben auch mit aufsetzen lassen. Ich habe die SPD aufgefordert, dieses Geld zurückzuzahlen, weil das sind ja im Kern Cum-Ex-Spenden. Vielleicht hat die Warburg Bank das sogar noch von der Steuer abgesetzt. Da war die Reaktion auch, muss man sagen, teilweise auch im journalistischen Raum, das ja ist schon alles ein bisschen widersprüchlich, aber ihr habt ja keine Smoking Gun und jetzt hängt das mal nicht so hoch, verrennt euch da mal nicht. Und jetzt gibt es eben aufgrund des Bargelds, wo man ja auch keinen Zusammenhang belegen kann, auf einmal dieses neue Interesse. Und da will ich mich nicht beklagen. Ich will mich ausdrücklich bei Herrn Kahr sogar bedanken, weil er uns damit die Chance gegeben hat, diesen Wirtschaftskrimi vielleicht doch noch aufzuklären. Tatsächlich, oder? Aufzuklären. Ist Ihre Wahlheimat Hamburg eigentlich besonders anfällig für so einen Skandal? Ich meine, mehr Filz geht ja eigentlich nicht. Zumindest habe ich das so erlebt. Ich habe 10 Jahre beim Spiegel gearbeitet in Hamburg. Und schon in der Finanzkrise hat man gemerkt, Reeder, die Stadt, die Banken, es war wie so eine Art Kartell inklusive Bürgermeister. Ist Hamburg besonders anfällig für sowas? Also ich glaube natürlich, dass auch Stadtstaaten eine bestimmte Anfälligkeit haben. Und gerade Hamburg ist sehr ständisch, wissen Sie. Also man kennt sich. Herr Olearus hat dann über einen Mittelsmann selbst mir dann irgendwann ein Treffen angeboten vor der Bundestagswahl. Und sind Sie hingegangen zum Frühstücken? Nein, das bin ich nicht. Ich habe dann tatsächlich das öffentlich gemacht. Das war auch großes Thema dann im Hamburger Abendblatt und habe gesagt, er hat mir hier dieses Treffen angeboten, weil zum damaligen Zeitpunkt wollte Herr Olearius nicht im Untersuchungsausschuss erscheinen. Der Hamburger Bürgerchef, weil er gesagt hat, gegen mich wird er strafrechtlich ermittelt. Also habe ich hier ein Aussageverweigerungsrecht. Und ich habe dann Herrn Olearus ausrichten lassen, wissen Sie, Herr Olearus, ich treffe Sie gerne, weil im Unterschied zum Bundeskanzler habe ich keine Erinnerungslücken. Ich dokumentiere das auf meiner Homepage. Ich mache da kein Geheimnis draus. Jeder weiß, wo ich stehe in der Warburg-Affäre. Aber meine Bedingung ist, dass Sie sich dem Parlament stellen. Ich kann jetzt nicht mit Ihnen hier fröhlich Kaffee trinken, wenn Sie eine Aussage im Untersuchungsausschuss verweigern. Und daraufhin brach der Kontakt dann abrupt ab. Ich will damit nur sagen, also auch ich kenne viele der beteiligten Akteure. Man kennt sich in Hamburg, man läuft sich über den Weg. Das ist aber, glaube ich, jetzt nicht ein spezielles Problem von Hamburg. Ich will übrigens auch für Hamburg sehr werben. Also Hamburg ist eine tolle Stadt. Schönste Stadt der Welt natürlich. Schönste Stadt der Welt, ganz klar. Absolut, schönste Stadt der Welt. Und ich will hier nichts Schlechtes über Hamburg sagen. Ich will aber sagen, dass natürlich das Risiko, gerade wenn auch eine Partei sehr lange regiert in einer Stadt, und zwar völlig egal, wer das jetzt konkret ist, das ist natürlich immer sehr hoch, weil man dann seine Leute in der Verwaltung platziert. Wir kennen das auch aus Bayern, wir kennen das aus dem Saarland und wir kennen das eben aus Stadtstaaten. Schönste Stadt der Welt. Und der ehrbare Kaufmann soll ja ein Hamburger sein. Ob das noch so stimmt, weiß ich nicht, aber lassen wir mal dahingestellt. Ich meine, ich will noch ein bisschen auf Ihre Karriere kommen. It's the economy, stupid, haben Sie irgendwann mal in Ihren jungen Jahren begriffen und dann haben Sie angefangen, Volkswirtschaft zu studieren. Was mir beim Studium Ihres Lebenslaufs aufgefallen ist, immer wieder fällt dieses Wort Südafrika, das haben Sie jetzt vorher auch schon gesagt, am Anfang des Podcasts. Warum eigentlich Südafrika? Wie sind Sie eigentlich da hingekommen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe damals in Hamburg studiert und es war klar, ich wollte ins Ausland. Ich wollte einfach raus. Wenn man in Hamburg dann öfters am Hafen steht, die Containerschiffe sieht, ich hatte immer Abenteuerlust. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, glaube ich, damals nach Chicago zu gehen. Und es gab eben die USA, Großbritannien. Und dann wurde eine neue Partnerschaft gesucht. Es gab eine neue Partnerschaft mit der Universität Kapstadt. Ich hatte von Kindesbeinen an immer ein großes Interesse auch an dem afrikanischen Kontinent. Und ich habe dann gesagt, USA, Großbritannien, das machen alle. Ich hatte dann noch die Möglichkeit, ich glaube, nach Dar es Salaam zu gehen, aber ich habe mich dann am Ende für Kapstadt entschieden,
Und Kapstadt ist eine Stadt voller Widersprüche. Sie ist in gewisser Weise auch nicht das, was man sich klassischerweise unter einer afrikanischen Großstadt vorstellt. Also sie ist ja sehr kolonial auch geprägt. Aber ich habe dort ja auch sehr wichtige Freunde gefunden fürs Leben. Ich habe dort in einem der ungleichsten Länder der Welt gelebt und habe dort eine sehr aufregende Zeit gehabt. Ich habe damals zum Beispiel immer einen alten Mercedes gefahren als Student. Und ich hatte einen guten Freund, dessen Onkel, der war Mechaniker, der lebte in einer Armensiedlung im Township in etwas außerhalb von Kapstadt. Und ich musste den immer einsammeln, weil er mein Auto repariert hat. Und seine Auflage war immer, du musst mich nicht bezahlen, du musst mir nur was zu trinken mitbringen, also was Alkoholisches. Und dann habe ich ihn immer eingesammelt und ich musste auch da bleiben mit ihm trinken. Und dadurch konnte ich nicht zurückfahren nach Hause. Und dadurch habe ich dann Ecken von Kapstadt gesehen, die man normalerweise so als Tourist nicht sieht. Und das hat mich bis heute geprägt. Leicht betrunken. Okay. Ich will mich jetzt nicht weiter ohne meinen Anwalt äußern, aber ich habe darauf geachtet, dass ich sicher nach Hause komme. Und das war einfach für mich persönlich eine sehr prägende Zeit. Und jetzt auch nach meiner Zeit im Bundestag habe ich gesagt, ich will ein Stück weit Teile des Jahres versuche ich dort zu verbringen. Es ist ein Land voller Widersprüche, auch voller großer Probleme, aber es ist ein Land, in das ich mich verliebt habe und diese Liebe, die ist ein Leben lang geblieben. Zurück nach Italien, das hat Sie nie gereizt, oder? Immerhin die Herkunft Ihres geliebten Großvaters, also Italien war nie ein Thema? Naja, ich bin ja sehr regelmäßig in Italien, ich bin auch als kleiner Junge zeitweise in Italien aufgewachsen. Das hing so ein bisschen immer von dem Status meiner Eltern gerade ab, wo die sich aufhielten. Ich bin viel rumgekommen im Leben und ich hätte tatsächlich zum Beispiel während meines Studiums auch nach Italien gekommen, habe immer gesagt, nee, da bin ich zu nah an meiner Großfamilie, dann muss ich mich, kann ich mein Studentenleben nicht so genießen, dann muss ich mich ständig bei meinen Tanten melden und zum Essen kommen. Und insofern bin ich sehr gern in Italien, aber ich versuche jetzt momentan eben auch die Zeit, die ich hier bin, vor allem mit meinem Sohn zu verbringen. Bin zeitweise in Südafrika und was ich dann als nächstes mache, weiß ich noch nicht. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich bin auch noch ab und zu, weil wir ein kleines Häuschen im Piemont haben, ziehe ich mich da mal für eine Zeit lang zurück. Aber so ist das eben, wenn man auch zum Beispiel ein Kind hat, dann hat man auch noch andere Verpflichtungen. So ist es. Warum hat eigentlich Ihr Großvater Sie so geprägt? War das eine Art Ersatzvater? Naja, ich habe mit ihm viel Zeit verbracht, als ich kleiner war, weil ja eben dann meine Eltern auch gearbeitet haben. Und es ist eben so in italienischen Familien dann gewesen, dass man alle noch unter einem Dach gewohnt haben. Und mein Großvater, der hatte, als er längst in Rente war, sich so ein Stück Land geholt, wo er noch Honig gemacht hat und verschiedene Sachen, einfach damit ihm nicht langweilig wird, die Decke nicht auf den Kopf fällt und er noch Essen mit nach Hause an den Tisch bringen kann. Und da hat er mich oft in seinem zerbeulten Fiat Cinquecento mitgenommen. Er hatte dann auch einen Hund. Und mein Großvater hat nicht viel geredet. Der war sehr schweigsam. Also im Unterschied zu mir hier, diesem Podcast, war er sehr schweigsam. Und wir hatten so eine Art der stillen Kommunikation. Ich habe dann oft bei ihm auf dem Schoß gesessen und er hat Kastanien für mich geschnitzt. Und das ist so eine enge Bindung, die mich einfach geprägt hat als Junge. Und ich habe erst eigentlich nach seinem Tod richtig viel über seine Geschichte erfahren. Also meine Großmutter, die hat auch über die Zeit nicht wirklich gesprochen, also die Kriegszeit, als sie sich kennengelernt haben. Die Kriegszeit, meine Großmutter stammt aus dem Piemont, also meine italienische Großmutter, ich habe ja auch einen deutschen Teil der Familie und mein italienischer Großvater stammte aus Süditalien, er war aber Partisane im Piemont und meine Großmutter erzählte mir dann, dass er öfters sich in Erdlöchern versteckt hat vor ihrem Haus und wenn die Gefahr vorüber war, weil zum Beispiel die Wehrmachtssoldaten oder auch die Teil der italienischen Armee vorübergezogen waren. Dann hat sie ein Lied geträllert und dann konnte er wieder rauskommen. Sie ist dann damals, hat sie auch Botschaften für ihn geschmuggelt in der Salami und er hat ihr das Schießen beigebracht. Und das sind alles Dinge, die hat mir meine Großmutter erst erzählt, nachdem er gestorben war. Und mein Großvater ist damit nie hausieren gegangen mit dieser Geschichte, weil er, glaube ich, auch einfach Kriegsgräuel gesehen hat. Und er hat, wie alle, wahrscheinlich den Großteil der Menschen aus dieser Zeit, nicht gerne gesprochen. Und mich hat das natürlich als
Junge auch geprägt, dass ich wusste, mein deutscher Großvater war Wehrmachtssoldat und mein italienischer Großvater war Partisan. Die hätten sich treffen können. Und ich habe meinen deutschen Großvater nicht mehr gekannt, aber ich kannte die Geschichten, die Erzählung meiner Großmutter. Und mich hat das natürlich bewegt, weil ich ja beide Teile geliebt habe und wie die auf so unterschiedlichen Seiten der Geschichte haben stehen können. Das hat mich immer interessiert. Das hat auch mein politisches Interesse geweckt. Woher kommt denn Ihr Gerechtigkeitssinn? Jetzt vom italienischen Großvater? Oder woher kommt das, so die Reichen und Mächtigen zur Rechenschaft ziehen? Das ist ja ein Drang, also ein bisschen Berufung von Ihnen. Naja, ich will jetzt nicht mein eigener Küchenpsychologe sein. Doch, gerne. Meine Mutter, die hat es nicht so leicht gehabt, häufig auch in ihrem Berufsleben. Das habe ich schon gespürt als Kind auch. Also auch diese Unsicherheit. Und auch als alleinerziehende Mutter. Und ich weiß zum Beispiel, als meine Eltern längst getrennt waren, hat mein italienischer Großvater heimlich bei meiner Mutter angerufen, quasi hinter dem Rücken meines Vaters, und hat immer gefragt, ob er sie irgendwie unterstützen kann mit seiner Rente. Das war ihm immer wichtig. Und ich habe natürlich gesehen, dass mein Großvater war im Kern, ist wenige Jahre zur Schule gegangen, hat mit seinen Händen gearbeitet. Meine Großmutter, hatte nur wenige Jahre die Schule besucht. Meine Urgroßmutter war Analphabetin. Und meine Mutter war eben alleinerziehend. Und das sind natürlich Erfahrungen, die einen geprägt haben. Und ich hatte oft das Gefühl, dass ich auch später in der Schule, ich ein bisschen mehr kämpfen muss, um auch meinen eigenen Lebensweg. Darauf bin ich auch sehr stolz. Das war auch gut, sicherlich. Ich bin dann sehr früh von zu Hause ausgezogen, musste mein eigenes Geld verdienen. Aber das hat mich eben auch geprägt. Und ich habe eben auch die Erschöpfung gesehen, auch in meinem eigenen familiären Umfeld. Und ich hatte immer das Bedürfnis, dass ich etwas tun kann, damit Menschen, die sich jeden Tag hart anstrengen, weniger erschöpft sein müssen und auch ein Stück weit ihr Leben genießen können. Ja, und ich meine, die Reichen und Mächtigen werden ja in Deutschland nicht immer zur Rechenschaft gezogen. Das muss man ja schon ganz klar feststellen. Das deutsche Finanz- und Rechtssystem wirkt ja manchmal arg blind und oder unterentwickelt. Deutschland gilt immer noch als Geldwäscheparadies. Da sind selbst die Schweizer inzwischen weiter. Und mit Wirecard war hierzulande einer der weltweit größten Börsenskandale möglich. Ist das aus Ihrer Sicht eine typisch deutsche Schwäche, dass dieses ganze... Wie soll man mal sagen, dieses ganze Biotop, dieses Finanzbiotop noch ein bisschen steinzeitlich kontrolliert wird? Oder ist es das typische Systemfehler einer Marktwirtschaft? Naja, ich glaube, wir haben schon in Deutschland systematische Schwächen bei der Geldwäschebekämpfung. Das hat auch etwas damit zu tun, glaube ich, dass wir lange Zeit versucht haben, diese Dinge in unserem föderalen System zu organisieren und es eine sehr schwierige Arbeitsteilung gab. Also zum Beispiel für die Geldwäscheaufsicht, dann im Immobiliensektor waren dann die Länder zuständig und dann gab es wieder bestimmte Regeln für Notare. Und wir haben in Deutschland auch eine hohe Affinität zum Bargeld. Also Johannes Kahrs zeigt das ja. Und ich bin absolut kein Anhänger der Abschaffung des Bargelds. Also ich glaube, es wäre eine Katastrophe, wenn wir irgendwann nur noch von Apple, Facebook und sonst wem in unserem Bezahlverhalten überwacht würden oder auch wenn der Staat... Aber für Steuerfahnder ein Traum, oder? Für Steuerfahnder ein Traum. Ja, und dann muss man eben abwägen zwischen verschiedenen Gütern. Also ich bin kein Anhänger der Abschaffung des Bargelds, aber was ich absurd finde, ist, dass wir in Deutschland eben lange Zeit Immobilien im Prinzip bar aus dem Koffer zahlen konnten. Das wäre in Italien zum Beispiel nicht möglich, weil dort einfach durch den Anti-Mafia-Kampf man bestimmte Schlüsse gezogen hat. Und wir müssen sehen, auch das Bargeld im Schließfach von Johannes Kahrs ist ja auch so ein Fall, dass man da so große Summen undeklariert liegen hat. Deswegen haben wir hier ein großes Problem. Und das Problem ist, dass wir eben einen Finanzminister hatten, wie Olaf Scholz 2017. Da habe ich sehr früh angefangen, ihn auch mit dieser Problematik zu konfrontieren, die ja jetzt, das sehen wir jetzt im Ukraine-Krieg, ja auch ein sicherheitspolitisches Thema geworden ist. Also die Sanktionen gegen Oligarchen und so weiter und so fort. Und es gab eben keinen Anreiz für ihn als Finanzminister, da wirklich etwas zu machen, weil da kriegt man nur Stress mit den ganzen Innenministern und Ländern.
Und der Wähler dankt einem aber auch nicht wirklich richtig, weil die denken dann immer, ja, jetzt soll hier jeder kleine Zettel von mir überwacht werden. Ist ja auch ein bisschen werden. Abstrakt, und das Thema. Also so ein bisschen abstrakt und so. Es ist für viele abstrakt, genau. Und es ist ja auch häufig so, dass die wirklich, also die im Alltag kriegt man dann, ich habe das als Abgeordneter oft gehabt, Anfragen zur Geldwäsche von meiner Bank, weil ich eine sogenannte politisch exponierte Person war. Das ist auch vollkommen richtig so. Aber man bekommt dann mit, ich habe letztens Summe nach Südafrika transferiert, um dort ein Auto zu kaufen. Und da habe ich sehr viele Rückfragen bekommen zu dieser Transaktion. Nein, das war nicht beim Auto, Entschuldigung, beim Möbeln. Ich habe Möbel gekauft und da habe ich große Rückfragen bekommen zu der Transaktion. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dann bei den großen Fischen, da passiert eben häufig eben nichts. Und das da gewinnt man nicht unbedingt mit dem Kampf gegen Geldwäsche in der breiten Öffentlichkeit, weil ich eben jetzt keinen Scheck oder so verteilen kann an die Leute. Und insofern ist der Anreiz für Politik immer gering gewesen. Deswegen muss man solche Skandale nutzen. Also Skandale haben auch durchaus etwas Gutes. Sie erhöhen nämlich den Druck auf die Politik, dann wirklich durchzugreifen. Und da will ich auch noch mal kurz auf Cum-Ex zu sprechen kommen. Also bei Wirecard wissen wir, das war auch ein großer Geldwäscheskandal. Meiner Meinung nach übrigens auch ein Nachrichtendienstskandal. Aber das würde jetzt wahrscheinlich heute zu weit führen. Doch, eine Frage stelle ich noch dazu. Bei Wirecard muss ich Ihnen sagen, ist für mich fast noch faszinierender als Cum-Ex oder Geldwäsche, weil Wirecard sich in eine gigantische Hochstapelei, die sich in aller Öffentlichkeit abgespielt hat. Und alle konnten zugucken. Absolut. 20 Jahre lang konnten die Vorstände, absolut, Markus Braun, später Marc Salek, einfach das so aufbauen und fast niemand hat Fragen gestellt zu den Fake-Bilanzen, obwohl es gab immer wieder Hedgefonds, es gab Anlegerschützer, die gesagt haben, das stimmt alles nicht, aber die Wirecard-Leute haben vor, das war glaube ich jetzt 11, 12 Jahre her, haben sie Schläger irgendwelchen Anlegerschützern nach Hause geschickt und denen gedroht mit körperlicher Züchtigung, wenn das noch weitergeht, den Wirtschaftsprüfern war alles egal. Das ist für mich eigentlich fast noch ein größeres Phänomen. Da würde ich noch einen Kommentar von Ihnen gerne hören, wie Sie Wirecard eigentlich empfinden, wie das möglich war. Also ich bin der festen Überzeugung, dass dieses politische Netzwerk, das Wirecard hatte, man darf ja nicht vergessen, es gab etliche Politiker, die auf der Payroll standen, zum Beispiel um sich für die Liberalisierung des Online-Glücksspiels, wo ja massiv Geldwäsche, auch Terrorfinanzierung und Ähnliches dort stattfindet, weil man die Umsätze leicht manipulieren kann, sich dafür einzusetzen in Deutschland. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Wir wissen, dass Wirecard ein Nahverhältnis hatte, offenbar, dass da verschiedene ehemalige deutsche Geheimdienstkoordinatoren auftauchen. Also meine Hypothese ist nach wie vor, dass Wirecard eben viel schmutzige Gelder durchgeleitet hat durch den Konzern und dass es dort vielleicht ein paar Behörden gab, die da gerne mal drin gefischt haben, um es mal so zu formulieren. Und anders kann ich mir wirklich dieses multiple Behördenversagen nicht erklären. Und es gibt auch Indizien. Und auch dies ist ein Thema, an dem ich ja nach meiner aktiven Zeit im Bundestag weiter recherchiert habe. Es ist nicht ganz ungefährlich und es ist eben auch etwas, was Zeit frisst. Und in der Zeit kann ich dann nicht anderen Dingen nachgehen und meinen Lebensunterhalt verdienen. Deswegen muss ich das auch immer, sage ich mal, in einem bestimmten eingegrenzten Rahmen machen. Aber ich glaube, dass auch dort, genauso wie beim Cum-Ex-Skandal, Dinge ans Licht kommen werden. Genauso wie alle gedacht haben, die Warburg-Affäre, die ist jetzt ausgestanden. In Scholz sollten sich die Brüder und Schwestern nicht zu früh freuen. Ich glaube, auch beim Wirecard-Skandal sind die letzten Messen noch nicht gesungen. Ich glaube ja, also ich wette immer mit Melanie Bergermann, die bei DeVivo da viel aufgedeckt hat bei Wirecard. Das letzte Kapitel wird dann sein, dass es das größte Geldwäsche-Experiment der OK war, was man hier mit der Wirecard hochgezogen hat. Und Jan-Marc Salek war dann irgendwie dann doch im Geheimdienst oder im weiteren Kreis. Also das letzte Kapitel kommt noch und ich könnte mir vorstellen, das wird noch überraschend. Aber das eine ist ja das Politische, Sie haben es erwähnt, auch Ex-Verteidigungsminister Gutenberg hat es ja sogar bis zur Kanzlerin geschafft mit einem Anliegen von Wirecard. Das andere, was ich aber noch spannend fand, ist eigentlich so die kollektive Verblendung. Warum das überhaupt ja auch möglich war, ist ja, das ganze Land wollte es glauben.
wir sind endlich Silicon Valley, wir können das auch. Und ich weiß nicht, wie das Ihnen ging in Ihrer Aufklärungsarbeit, aber bei der Vivo haben wir regelmäßig Angriffe gekriegt, wir würden so ein tolles deutsches Unternehmen in den Schmutz ziehen. Und das sei unpatriotisch und ganz schlimm. Also ich fand das auch noch eine spannende Komponente, diese kollektive Psychologie, also wie man endlich, wir haben jetzt auch sowas wie Google oder sowas ähnlich. Oh, absolut, und wir haben so einen Apple-Chef, Steve Jobs mit Rollkragen, zumindest sowas ähnliches, so hat sich Braun immer präsentiert. Das fand ich schon faszinierend. Alten Steve Jobs. Ja, genau. Alten Steve Jobs, würde ich sagen. Das Problem ist, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen. Nicht nur die Finanzwelt verändert sich ja durch das Internet und die Digitalisierung. Also diese Geschichte von Wirecard war ja ganz einfach, dass man gesagt hat, immer mehr Leute kaufen im Internet ein. Und wir kommen sozusagen aus der Frühphase des Internets. Da haben wir so ein bisschen schmuddelige Dinge gemacht, Zahlungsabwicklung für Pornografie und Online-Glücksspiel. Und jetzt haben wir aber so tolle Algorithmen und können die Kreditausfallrisiken viel besser abschätzen und wir spielen da jetzt mit. Das war ja die Geschichte. Wenn immer mehr Leute im Internet einkaufen und wir die Zahlung abwickeln, dann sind wir ja ein bombensicheres Geschäft. Nur, ich glaube, dass man auch beachten muss, viele dieser Stimmungsmacher dieses Silicon Valley-Traums, der korrespondiert auch mit dem Internet, weil zum Beispiel mittlerweile Twitter, ja, sehen wir uns Elon Musk an, Einfluss haben kann auf die Finanzmärkte und auch diese Kommunikationstechnologien natürlich versucht werden, dass man da Einfluss drauf gewinnt. Also wenn ich zum Beispiel kritische Bemerkungen vor dem Wirecard-Skandal zu Wirecard gemacht habe, Anfragen, habe ich regelmäßig irgendwelche Attacken von irgendwelchen Trollen oder so auf Twitter bekommen. Und das war, glaube ich, nicht immer nur zufällig, sondern das war auch organisiert. Wir wissen zum Beispiel, dass Wirecard auch Geld dafür ausgegeben hat für Social-Media-Beobachtung. Und das heißt, dass wir einfach auch ins Auge blicken müssen, dass jetzt nicht nur andere Staaten und Geheimdienste, sondern auch in der Welt der Wirtschaft versucht wird, auf die öffentliche Meinung, so wie wir es auch bei Cum-Ex mit dem Gutachten kennen, Einfluss zu nehmen und da immer mehr unserer öffentlichen Meinung von Algorithmen gesteuert wird. Also wir nicht mehr die klassische Tageszeitung lesen oder die Wirtschaftswoche aufblättern, sondern auch viele Leute nur noch online Medien lesen, wird natürlich versucht, Einfluss darauf zu gewinnen. Und ich glaube, das erklärt, warum auch der Wirecard-Skandal, warum die öffentliche Meinung lange Zeit so war, weil natürlich die versucht haben, wahnsinnig viel Ressourcen zu investieren, um Einfluss auf die sozialen Netzwerke und anderes zu gewinnen. Und das ist etwas, das wir nicht unterschätzen dürfen. Wir sehen das auch in dem Krypto-Hype und wir sehen das auch in politischen Debatten. Und ich glaube, das ist übrigens eine der großen politischen Themen, die, wenn ich jetzt eine Rolle spielen würde im Bundestag oder in der Politik noch, der ich mich annehmen würde, ist es eigentlich gesund für eine Demokratie, wenn Twitter irgendwann wichtiger wird als die Tagesschau und dort uns Algorithmen steuern und es im Prinzip nur noch darum geht, ein Herzchen zu setzen für ein Like oder dass ich sagen eine möglichst scharfe, zugespitzte Kritik an jemand äußere, dass treibt ja bestimmte Spaltungen in der Gesellschaft weiter. Und wenn dann private Konzerne darüber entscheiden, was eigentlich noch gelesen und gedacht wird oder welcher Algorithmus sich sozusagen durchsetzt, dann ist das auch eine enorme Bedrohung für die Demokratie, völlig unabhängig davon, jetzt welchem politischen Lager. Wo die meisten Medien in der Geschichte immer im Privatbesitz waren, oder? Absolut, aber der Unterschied war eben, dass Medien kuratiert sind, Zeitungen kuratiert, da mutet man den Lesern auch mal eine bestimmte Geschichte zu, die vielleicht etwas umfangreicher ist. Man subventioniert vielleicht bestimmte Recherchen, die jetzt nicht den Clickbait haben, also die sozusagen viel im Internet angeklickt werden. Aber heute muss natürlich im Online-Journalismus, richtet sich viel mehr auch nach dem Anzeigengeschäft, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Und wenn ich die Leute nicht 100.000 Paywalls abonnieren wollen, dann richtet es sich natürlich auch danach, wie sehr ich Anzeigen generieren kann. Und dann gibt es Algorithmen, die natürlich auslesen, wie erfolgreich ist jetzt eine Geschichte, ist jetzt ein schneller Hype, ist eine Überschrift. Und das ist so wie mit schlechter Musik oder schlechtem Essen. Wenn ich immer mehr schlechtes Essen esse, geht mein Geschmack kaputt. Und wenn ich immer mehr Datenmüll lese und Schlagzeilen, die eigentlich keine sind, dann
geht irgendwann auch meine Aufmerksamkeit für die wichtigen Themen weg. Und deswegen ist es dann so viel schwerer, zum Beispiel den Cum-Ex-Skandal zu erklären, als dass sich die Leute jetzt drüber aufregen, ob jetzt jemand irgendwo beim Nachbar in den Vorgarten gepinkelt hat. Und das sind, glaube ich, fundamentale Probleme, die uns völlig auch unabhängig von unserer politischen Einstellung oder Herkunft in den nächsten Jahren begleiten werden und auf die Politik noch keine Antwort hat. Das stimmt. Wirecard hat ja lange, lange Zeit erfolgreich das Narrativ gespielt. Böse britische, amerikanische Hedgefonds, gierige Leute, die ein armes deutsches Unternehmen verfolgen und sogar noch gefälschte Gespräche mit Detektiven und weiß ich was und Journalisten veröffentlicht. Sie haben schon gewusst, wie sie ein bisschen die öffentliche Meinung steuern. Was mich noch wundern nimmt, und wir kommen so ein bisschen zum Schluss von unserem Gespräch. Sie haben ja auch mal gesagt, als Sie zurückgetreten sind aus dem Bundestag, ein bisschen schreiben, Finanzdetektiv, und Sie wollen auch andere Politiker vielleicht in anderen Ländern beraten. Jetzt fragt man sich, kann man von Deutschland überhaupt irgendwas lernen, was man anderen beibringen kann? Ja, durchaus. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt als Oberlehrer oder so um die Welt reisen wollte. Ich habe auch nur mit Wasser gekocht. Aber zum Beispiel meine Erfahrung in dem Untersuchungsausschuss, die ist, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Und wir haben zum Beispiel ein Informations- und Fragerecht, das habe ich immer sehr aktiv genutzt als Abgeordneter. Also ich habe häufig andere Abgeordnete angepumpt, um ihre Fragenkontingente, weil die gar nicht alle voll ausgeschöpft haben. Und ich habe meine immer ausgeschöpft. Und nur dadurch bin ich zum Beispiel in dem Warburg-Skandal bei Wirecard auch so weit gekommen, weil ich immer versucht habe, das vornehmste Recht der Opposition, das Fragerecht, zu nutzen und dadurch eben auch zu recherchieren. Ich war also eine Art investigativer Politiker. Und das sind Dinge, die es in vielen Parlamenten so gar nicht gibt. Und auch die Bundesregierung unterhöhlt dieses Fragerecht immer weiter, indem die Antworten nichtssagend sind oder man sich verbirgt hinter bestimmten Staatswohl und anderen Dingen. Aber das sind zum Beispiel Dinge, das würde mir große Freude machen, gerade in Ländern, wo es auch viel Korruption gibt, zum Beispiel in Ländern wie Südafrika, dort auch einen Beitrag zu leisten, dass wir auch bessere Parlamentarier bekommen. Weil eins will ich sagen, bei allem, was wir uns jetzt aufregen über den Cum-Ex-Skandal, die positive Nachricht ist, wir haben eine Staatsanwältin, wir haben Polizisten, wir haben investigative Journalisten und wir haben, Eigenlob stinkt, aber auch Abgeordnete, die weiter Finanzdetektiv spielen und sagen, ich will mich für das Allgemeinwohl entscheiden und nicht für die 200.000 Euro bar im Schließfach. Und weil es solche Menschen gibt, auch in unserem Beamtenapparat, in unserer Strafverfolgung, deswegen kann eben auch Olaf Scholz jetzt als Bundeskanzler nicht davonkommen. Und deswegen werden jetzt diese Cum-Ex-Milliarden auch in Strafprozessen eingesammelt. Und insofern, glaube ich, sollten wir auch über das Positive sprechen. Bei allem, was ich verstehe an Frust über die Politik, und an Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen und den vielen Krisen, die wir in dieser Zeit erleben. Es gibt auch immer Menschen in diesem Land, die sich für das Gute entscheiden, die sich dafür entscheiden, das Richtige zu tun. Und denen müssen wir den Rücken ein stärken. Ein wunderschönes Schlusswort, Herr De Masi. Hier kommt nur noch eine, und zwar eine ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie noch unbedingt verwirklichen? Mein privater Traum wäre es, glaube ich, längere Zeit in den Bergen zu leben und ein bisschen Ruhe zu haben von dem hektischen Großstadtalltag. Das wäre für mich ein ganz schlichter Wunsch. Aber Digital mir Detox? Am wichtigsten, Digital Detox, halten Sie das aus? Ja, das würde ich aushalten. Wenn das eine sehr klare, bewusste Entscheidung wäre, würde ich das sehr gut aushalten. Aber erst wenn Wirecard und Cum-Ex vollständig aufgeklärt sind. Dann kommt der nächste Skandal. Herr De Masi, wir sind gespannt, wann Sie endlich offline sind. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich habe zu danken. Und wer jetzt noch wissen will, warum in den Chefetagen der großen deutschen Immobilienkonzerne wie Vonovia und Co. Panik herrscht, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Am besten bestellen Sie gleich ein günstiges Abo unter vivo.de/chef-abo. Es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Reisen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.